Meine lieben Grabräuber da draußen, seid gegrüßt und herzlich willkommen zurück. Es geht weiter hier im Level RX Tech Mines und wir wollen mal gucken, ob wir hier eventuell heute rauskommen. Ihr habt mir geschrieben, dass ich mir den Raum mit dem Baugerüst nochmal angucken soll, denn da könnte noch was Nützliches... Aua! Da könnte noch was Nützliches rumliegen und... Das werde ich jetzt machen. Wir gehen nochmal zurück. Und gucken mal. Huch. Gucken mal, ob wir da was finden. Aber zuerst möchte ich hier nochmal rein. Ich glaube, hier lag noch was. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Warte mal. Ja, hier kann man runter, ne? Genau. So, hier sind noch ein paar Fackeln. Die wollen wir doch mitnehmen. Vielleicht können wir die noch immer gebrauchen. So. Gut, dann. Hier müssen wir wieder rückwärts, ne? Ja. Guck mal, sind wir hier. Einmal im Heilen. So, und hier war das Vieh drin, ne? Was wir gekillt haben. Ja, sehr gut. Okay, okay, okay. So, warte mal. Ich springe hier mal rüber. Ja. Ich glaube, wenn ich mich hier runterlasse... Ist das eine feine Sache, oder? Ja, ohne Schaden sogar. Geil. Ich bin begeistert. Oh, oh, das war nicht gut. Ei. Aber nichts passiert. Alles gut. Ich speichere hier mal. Nur für den Fall der Fälle. So. Und dann gehen wir hier nochmal gucken. Lag hier noch was? Ich weiß es nicht. Oh ja, guck mal. Ein Monster. Habe ich das beim letzten Mal nicht gekillt? Hm. Gut zu wissen. Ja, ich nehme mal die MP5. Hier ist nichts, ne? Ah, stimmt. Jetzt, ja, ja, ich erinnere mich wieder. Das war nämlich in der letzten Folge auch schon. Da hatte ich mich noch gewundert, warum wir hier eigentlich runtergegangen sind, wenn hier doch nichts ist. Aber gut, haben wir das Vieh gekillt. Passt schon. So, jetzt müssen wir uns hier irgendwie... Obwohl, warte mal. Ich kann auch einfach eben wieder laden. So. Wir brauchen da ja nicht runter. Ist ja egal. Einfach hier lang. Wenn es geht. Genau. Lassen wir uns hier wieder runterfallen. So, einmal hier rüber. Ganz in die Ritze. Ich habe nämlich Angst, dass ich da wieder runterfalle. Guck mal, ich habe sogar die Kante getroffen. Okay, warte mal kurz. Ich will mal eben was gucken. Ah, okay. Hier,
hoch kommen wir auf jeden Fall. Aber hier ist auch nichts, ne? Ne. Verwirrend. Gut. Dann gehen wir hier weiter. Und dann krabbeln wir da mal durch den Spalt. So. Einmal hier rein. Und jetzt können wir wieder aufstehen. Ja, jetzt sind wir hier wieder mit dem Baugerüst. So. Irgendwas ist hier noch, was ich noch nicht gesehen habe. Ich glaube... Ja, ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Wie ich das übersehen konnte, weiß ich allerdings auch nicht. Guck mal, was da liegt. Ich werde verrückt. Die Brechstange. Die haben wir ja schon gesucht. Bei dem, ja, ich nenne es mal Hauptbahnhof. Ihr wisst, was ich meine. Da am Anfang, da. Das eine Ding da, wo die Tür verrammelt ist. So, die Muni nehme ich auch mit. So, guck mal. Und hier, das hat mich ja letztes Mal auch schon so ein bisschen geärgert. Ich wollte da rein. Aber irgendwie... Ist das ganz schön tricky hier. Ich probiere das aber nochmal. Ich gebe mich damit nicht zufrieden. Irgendwie muss das doch gehen. Guck mal, hier bin ich zu klein. Da fehlen Millimeter. Irgendwie muss das gehen. Hier vielleicht? Ah! Das gibt's nicht. Ich will wissen, was da ist. Guck mal, Lara greift nicht. Komisch. Tja. Da hätte Lara mal lieber ihr Essen aufessen sollen. Komm schon. Du kannst es schaffen. Lara, enttäusch mich nicht. Oh, das wollte ich nicht. Zur Strafe muss Lara jetzt ins kalte Wasser. Jetzt komme ich da nicht hoch. Na super. Echt jetzt? Wie habe ich das dann in der letzten Folge gemacht? Ich weiß das gar nicht mehr. Bin ich doch da auch irgendwie hochgekommen, oder? Jetzt. Ah, geil. Okay, jetzt können wir gucken, was da drin ist. Jetzt bin ich ja gespannt. Auf jeden Fall leuchtet das da grün. Ob das jetzt gut ist, weiß ich nicht. Aber das ist ein Schalter. Guck mal. Sehr gut. Gucken wir uns an.
Okay. Der hat irgendwas aufgemacht. Ich weiß nur nicht was. Aber wir haben ihn gedrückt. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. So, jetzt müssen wir nur irgendwie zurück. Ne? Jetzt haben wir die Brechstange. Shit. Die Brechstange. Das heißt, wir können die verrammelte Tür aufmachen. So, das heißt, wir müssen... Wir müssen einmal Richtung Hauptbahnhof. So, hier an dieser Stelle werde ich nochmal speichern. So. Einmal links rüber. Könnte ich da unter durchkriechen? Ich probiere das mal. Ja, easy. Geil. Trick 17, quasi. Cool. Genau. Dann hier hoch. Nein, so hoch wollte ich nicht. Boah, das ist auch wieder laut, ne? Immer weiter nach oben. Zack. Oder zack. Okay. Ja, jetzt sind wir hier wieder. Mega. Gut, dann nochmal speichern. Zack, und dann fahren wir weiter, würde ich sagen, oder? Mal sehen, ob ich es noch kann. Klöder, klöder. Wie entspannt sie da drin sitzt, ne? Ja, okay. Zu spät gebremst. Alles klar. Kriegen wir hin. Ist immer schwierig zu sehen, weil die Kamera so ein bisschen... zu schnell reagiert, finde ich. Voll relaxed, die Lara. Als hätte sie das schon 100.000 Mal gemacht. Nicht getroffen. Okay, gut.
Eine Zugfahrt, die ist lustig. La 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 la. Wieder hoch. Yibi. Achtung. Kopf runter. Kopf runter. Kurve. Jo. Danke. So, guck mal. Jetzt sind wir hier wieder. Das ist toll. Das ist richtig toll. So, und ich weiß nicht, was mich hier jetzt erwartet. Deswegen speichern wir hier. So. Brechstange benutzen. Okay. Tür geht auf. Mal im Licht anmachen. Nicht, dass ich hier was übersehe. Okay, was ist das? Das sieht aus wie eine Batterie, ne? Okay. Gut. Alles klar. Kann man machen. Jetzt muss ich überlegen. Die Batterie war... Ja, wir erinnern uns. War das nicht da, wo die... Wo dieses Kran-Dingen da mit dieser Kugel im Wasser? Wo ich die Kurbel hatte, ne? Ich glaube schon. Gut. Wir saven hier einmal ab. So. So, ich glaube, wir müssen hier hoch. Wir gucken einfach mal. So, und ich speichere hier nochmal. Obwohl, nee, wir haben ja gerade gespeichert, wollen wir nicht. So, Achtung. Bremsen. Ups. Zu viel gebremst. Also, wir probieren's. Kopf runter. Okay. Gut, jetzt sind wir hier. Und genau hier wollte ich hin, denn da oben hat mir die Kurbel reingemacht, ne? So, jetzt pass mal auf. Kommt hier die... Ja, Bleisäurebatterie. Okay. Einmal rein. Jo, die Tauchglocke, Kugel, was auch immer, geht nach unten. Super.
wollte eigentlich gar nicht direkt reinspringen. Ich bin einfach runtergerutscht. Ist aber nicht schlimm. Wir wissen ja, dass wir hier Luft holen können. So, aber hier muss ich speichern, weil ich nicht weiß, was da jetzt kommt. Ich habe auch ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Na, ihr habt mir auch gesagt, ich soll mit der Desert Eagle Muni immer schön vorsichtig sein, nicht so viel davon benutzen. Ich hab ein bisschen gehört. So. Jetzt muss ich wahrscheinlich hier nochmal rein. Wegen kalt. Und hier liegt ein Medikit. Geil. Nehme ich mit. So. Und ihr habt gesagt, ich soll mich an den Lichtern orientieren. Ich sehe da eins. Da. Mal gucken. Ich schwimme da mal hin. Ja, Luke ist auf. Okay. Jetzt aber... Oh nein. Habt ihr das gesehen? Ich wollte gerade an die Kante greifen. Oh, ist das gemein. Zeittechnisch. Okay, ich habe nicht aufgepasst. Ich war noch nicht ganz wieder aufgetaut, hätte ich was gesagt. Nein, ich war noch nicht warm genug. Wir warten kurz. So. Ja. Jetzt. Jetzt aber schnell. Heilung. Ja. Gut, dass hier ein Medikit liegt. So, wir warten kurz. Da müssen wir hin. Ein Sicherheitssafe. So. Und rein in die Kälte. Komm, Lara, du schaffst es. Aber wir werden belohnt. Guck mal, wir kriegen noch eins. Immerhin. Gut. Klettern kann ich hier nicht, ne? Okay. Nächster Safe. Zack. Und wir erkunden weiter. Muss ich hier hoch? Ich weiß es nicht. Da ist irgendwas. Oh, ein Kristall. Ja, 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 ja. Oh, ganz knapp. Ganz knapp. Da war nur noch ein Fitzel Lebensenergie. Okay, wo sind wir jetzt? Der tut uns nichts, ne? Der Kollege hier. Moinsen. Tust du mir was? Nein. Nicht von dir. Okay. Ein sehr mysteriöser Ort, wie ich finde. Da unten... Ey. Da unten liegt was, guck mal. Gegner. Komm her, du Sau. Da liegt auch was. Nehme ich mit. Ich weiß zwar nicht, ob ich es jetzt schon brauche oder erst später, aber Medikit ist Medikit. Okay, kann man hier irgendwie klettern? Aber guck mal. Diese Statuen, die kennen wir aus dem Video, ne?
Interessant, interessant. So, hier. Okay. Ach, guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal. Warte mal. Da, ich will mal gucken, ob ich da runterrutschen kann. Das sieht ja interessant aus. Heute jedoch nicht. Wie gemein ist das denn? Oder habe ich den Winkel nicht getroffen? Warte mal. Aha. Guck mal. Oh. Die Musik höre ich gerne. Warte mal. Was ist denn hier? Yay. Da hinten liegt Muni. Perfekt. Dankeschön. So. Oh Gott, oh Gott. Sprungpassage wahrscheinlich, ne? Augen zu und durch, oder? Jo. Was haben wir denn hier? Okay, und wie komme ich jetzt hier hoch? Gar nicht, oder wie? Warte mal. Da ist nichts, ne? Ey, wie komme ich denn jetzt hier wieder nach oben? Muss ich überhaupt nach oben? Ich habe keine Ahnung. Wow, okay. Das war jetzt, Zufall. So, kann ich mich hier irgendwie hochhangeln? Warte mal. Ja, geil. Geil, geil, geil. So, nu? Hm. Das ist ein Schalter. Yeah. Drücken. Ich gehe da nicht rein, habe Angst. Böse Musik. Yay! Wir sind durch. Mega. RX-Tex Bergwerk. Benötigte Zeit. 1 Stunde, 2 Minuten, 39 Sekunden. Gefundene Secrets 1 von 3. Ja gut, das war das eben zum Schluss, ne? Gefundene Kristalle 4. Fundstücke 22 von 26. Haben uns nur 4 Stück gefehlt. Krass. Besiegte Gegner 18. Verbrauchte Munition 280. Davon 263 Treffer. Benutzte Meditex 8,5. Ja, ist auch kein Wunder. Bei dem eiskalten Wasser. Gereiste Entfernung 6,73 Kilometer. Cool. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal kurz rein in das nächste Level. Und gucken mal, oder? Aber natürlich erstmal, ist ja klar, ne? Damit wir das nicht nochmal machen müssen, wir speichern hier. Die Mucke macht mich schon wieder wahnsinnig. Und ich höre so komische Geräusche. Was ist das? Okay, da brauchen wir einen Schlüssel. Da oben ist auch irgendwas. Kein kaltes Wasser. Sehr schön. Da freuen wir uns. Da freuen wir uns. Okay, da. Wir gehen mal ein bisschen erkunden. Ein bisschen Zeit haben wir noch.
Einfach nur mal so, damit wir schon mal wissen, was uns hier eventuell erwartet. Guck mal, da kann man klettern wahrscheinlich, ne? Und hier irgendwas machen? Mal gegenschießen. Okay. Ich versuch mal hier hochzukommen. Ja, geht sogar. So. Okay, da drüben ist ein Schalter. Das sieht gefährlich aus. Fahre ich da runter? Wir wissen es nicht. Nee, wir fallen nicht runter. Das ist gut. Ah, guck mal, jetzt bin ich gegenüber, ne? Ja. Cool. Was macht der? Mal eben gucken. Das kam von links, das habe ich gehört. Der Sound. Das klingt gar nicht gut. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, da draußen. Aber das ist eklig. Okay, da kann ich nicht hangeln. Gut, ich müsste jetzt wahrscheinlich das Ding hier irgendwie loswerden. Aha. Ja. Frage ist nur wie. Also wie gesagt, alles was jetzt kommt, ne, an Leveln kenne ich so nicht. Ist für mich alles Neuland. Also habt ein bisschen Erbarmen, wenn ich nicht alles finden sollte. Okay. Ja, lass uns nochmal nach unten gehen. Ah, guck mal. Huch. Da, wo ich eben schon hin wollte. Schlüssel oder sowas in der Art. Der sieht ganz schön eklig aus, der Schlüssel. Aber gut, soll mir recht sein. So, das Schlüsselding war da hinten irgendwo, ne? Mal sehen, ob der passt. Uli-Schlüssel. Geil, der passt sogar. Ich werd verrückt. Na dann. Speichern. Die vergessene Stadt Tinos. Tinos. Okay. Da ist nichts. Da oben ist eine Klappe. Aha. Ah. Geil. Guck mal, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Glaube ich. Bisschen Licht schadet nicht, ne? Okay. Jetzt sehr wahrscheinlich dann
Darüber. Ach nee, geht ja gar nicht. Warte. So. Was passiert jetzt? Ja. Keine Ahnung, wo das schon wieder ist. Aber ja, ne? Hier kann man runterrutschen. Mal speichern. Das ist mir eindeutig zu ruhig hier. Schon wieder dieser Raum. Weil jetzt ist die Tür hier auf, ne? Ja. Okay. Sind wir wieder hier. Cool. Gut, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, haben wir heute einen guten Fortschritt gemacht. Wir sind im nächsten Level angekommen. Ich weiß nicht, was hier noch passieren wird, aber ich kann euch sagen, ich freue mich sehr. Mal gucken, was hier noch so Schönes auf uns wartet. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich für eure Zeit. Tipps und Tricks, wisst ihr Bescheid. Hinweise unten immer in die Kommentarbox. Bitte keine Spoiler, ne, weil Spoilern ist scheiße. Aber Tipps und Tricks, gar kein Problem. Und dann wünsche ich euch noch einen zauberhaften Tag. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim selber Spielen. Und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir die vergessene Stadt weiter erkunden. In diesem Sinne, vielen Dank, macht's gut, bis zum nächsten Mal und wie immer, tschö mit Ö.